Hallo YouTube AdSense hier, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich wollte mich mal wieder zum Freitag melden bei euch. Hier aus meinem neuen Büro. Heute wird mal alleine gearbeitet. Ich habe die ersten Sammlungen angeguckt und da ist einiges Cooles dabei. Ich schaff's hoffentlich am Wochenende die nächsten zwei anderen Unboxings für euch zu drehen. Ihr wartet schon ewig darauf, aber jetzt war es erstmal wichtig, dass hier das Büro steht, dass unser neues System reinhaut, dass die Leute motiviert arbeiten können und noch ordentlich arbeiten können. Das haben wir jetzt so gut wie beendet. Am Montag vielleicht noch so ein paar Feinheiten, aber ansonsten sind wir durch. Gestern haben wir zum ersten Mal es wieder 100% geschafft, dass der ganze Versandhandel rechtzeitig rausging. Das war ja die letzten zwei Wochen nicht immer der Fall. Da ist immer mal was hängen geblieben, wo noch Karten nicht gefunden wurden. Aber jetzt geht das mittlerweile ganz gut. Da dachte ich doch, jetzt nutze ich mal meine Pause, um euch von hier aus ein bisschen was zu erzählen. Vor euch seht ihr jetzt auf dem Bildschirm mein Deck von der YCS Utrecht, von der 200. Ihr habt ja hoffentlich schon den Vlog gesehen, den ich jetzt die Tage geschnitten habe. Der ging gestern online. Ich weiß nicht, ob es 1:1 jetzt das Bild ist, wie es hat. Also vom Main Deck stimmt es auf jeden Fall, wenn ich es mir so angucke. Aber vom Side und Extra bin ich gerade mir nicht sicher, ob das so stimmt. Vielleicht ein bisschen was habe ich noch so kurz vorm Ende geändert. So, das Main Deck stimmt auf jeden Fall. Ich habe mich in letzter Sekunde dann doch gegen Lair of Darkness entschieden. Das hatte ich so mal getestet mit Metaverse, so dass man halt in der gegnerischen Runde das zünden kann und ihn damit überrascht. Aber es war nicht konstant genug, weil du halt immer dieses Lair of Darkness brauchst und dann noch ein Inferno dazu, damit du den Effekt aktivieren kannst. Und hab dann gesagt, gut, wir spielen doch ein bisschen mit mehr Konstanz. Hab das Reasoning reingeknallt und ein Impermanence. Die beste Karte überhaupt, warum ich so gut abgeschnitten habe, war wahrscheinlich die Rivalität der Kriegsherren. Die war herausragend, war wunderbar, war gut. Ich habe eine Runde gegen Goki gespielt, da war die mega gut. Side-Deck waren auch gute Sachen dabei, die Denko Sekkers, wo ich dachte, ey komm, ist gerade so ein Backrow-lastiges Meta. Die bringst du bestimmt mit Deviati, das war öfters auch der Fall, dass die richtig gut kam. Ansonsten 5 Siege, 3 Lost leider und ein Draw gegen Farfa. Ihr habt vielleicht das Bild gesehen, was er dann danach gepostet hat. Das war auf jeden Fall ein amüsantes Spiel, war sehr fair, war gut. Leider halt dann im Draw gelandet, weil halt das Pendeldeck zu viel Aktionen gemacht hat in dem letzten Spielzug. Nee, es hat allgemein wieder sehr Spaß gemacht, euch alles wiederzusehen. Auch wenn das Wetter vielleicht nicht so toll war oder so, die Atmosphäre bei 2000 Leuten halt ziemlich anstrengend sein kann, weil an jeder Ecke irgendwer ist, der mit einem reden will, war es am Ende trotzdem ein sehr cooles Wochenende. Auch so nochmal Dankeschön an die Leute, die mit mir hingefahren sind. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. So einen richtigen Market Watch habt ihr lange nicht mehr von mir gesehen. Ich muss auch mal wieder Atomflunders Channel checken, was er so in letzter Zeit genannt hat. Was ich die Woche mitbekommen habe, dass sehr viel von den LC5Ds Holos gekauft wurde. Zum einen die nordischen, die jetzt ja einen Support bekommen in den Legendary Hero Decks. Auch irgendwie andere Sachen. Hier die TG-Sachen gingen auch ganz gut weg aus der 5Ds LC. Wichtig an dieser Stelle noch, gestern ging so eine Nachricht rum, dass die Decks nächste Woche, wo sie eigentlich Release haben, sich um zwei Wochen verspäten könnten. Ich habe mich vorhin mal kundig gemacht. Es gibt eine Verspätung, aber allerdings nur von 1-2 Tagen, was wahrscheinlich auf den 3.10. unseren deutschen Feiertag ausmacht, dass es dadurch den Verzug gibt. Trotzdem versuche ich dann bis spätestens Freitag nächste Woche die gekauften Artikel abzusenden. Je nachdem, ob es zeitlich passt. Es soll da irgendwo im Rahmen sein. Ja, und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Also ich bin gesund und munter, bin hochmotiviert, dass das hier gut läuft. Es ist jetzt so alles provisorisch hier ein bisschen. Mal schauen, ob ich meinen Mikrofonständer noch hier mit herbringe. Ob vielleicht das einzige Video war, was ich hier von Arbeit aus mache. Vielleicht drehe ich weiter zu Hause meine Videos. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ich wollte mich melden. Manche von euch wollten das Bild sehen, wie ich Inferno jetzt gespielt habe. Das habt ihr jetzt gesehen. Manche wollten halt wissen, wie meine Woche lief. Ist ganz entspannt hier. Wir haben das alles gut unter Kontrolle. Wir haben jetzt endlich Platz, um uns mal wieder zu entwickeln. Mindestpreis haben wir auf 49 Cent erhöht, weil ich halt gedacht habe, dann wird weniger von dem Kleinkram gekauft, damit wir erstmal das System ordnen können und nicht so viel Stress mit dem Versandhandel haben. Falsch gedacht, ihr kauft trotzdem ein, also stört euch das anscheinend nicht, ob das nun 29, 34 oder 49 Cent sind für den Kleinkram. Ich finde das gut, weil da kann ich ja gleich die Fixkosten deckeln, die ich jetzt neu habe. Das sind halt wirklich die Miete, die Nebenkosten, aber halt auch die Mitarbeiter, die mittlerweile hier recht aktiv mit dabei sind. Und wenn es weiterhin so viel gekauft wird, muss ich sogar, glaube ich, drüber nachdenken, dass ich demnächst noch meinen 5. hier mit an Bord hole. Ich meine, Potenzial ist da. Es gibt genug, was wir hier ankaufen können. Es gibt genug Arbeit mit Sortieren, Aufmachen, Online stellen, Preise editieren. Ihr wisst ja, was alles so auf einen zukommen kann in so einem Geschäft. Das war's an dieser Stelle.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ich hoffe, die Audioqualität hat gestimmt. Bis die Tage. Euer Jens.